Ja, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Starbound. Und zwar hat es jetzt geklappt. Dave hat mich hier gerade schön eingeladen. Und wir beamen uns jetzt mal wieder zu seinem Schiff. Und ich habe jetzt Holz. Jo, und der Dave ist nämlich immer noch unten. Hallöchen! Ich muss gerade an die guten alten Gronkh-Zeiten denken, wo die das die ganze Zeit auch so gemacht haben. Oh, guck mal, das süße Häschen! Hast du eigentlich schon die Werkbank? Nee, dann nicht. Mach gleich. Ich suche noch ein schönes Plätzchen zum Bauen. Ja, mach dir einfach irgendwo hin, danach nehmen wir dir ja wieder mit, nur damit ich mir auch mal was nagst oder sowas machen kann. Und dann gehen wir da oben auf den Berg. Ja, ja. Dann können wir auch schnell abbauen. Oh, pass auf. Junge! Oh, da hatte der gerade so einen kleinen Bug. Okay, dann mach jetzt hier. Oh. Häschen! Tja, kein Häschen. Junge, ja, ich bin gleich schon wieder tot. Ich bin gleich. Ist gut. Wir können mal hier rutschen. Geil, ich bin schon. Wir sind schnell. Wir sind schneller. Epic. Ich bringe einen Freund mit. Mach den Crafting Table. Was ist das da? Was dafür? Mach. Junge, schlepp nicht dieses Scheißteil an. Mach den Crafting Table. So, ich guck mich auch mal um. So, Stone Pickaxe. Okay, dann brauche ich noch 10 Cobblestone. Komm, grab dich mit mir hier runter. Dann holen wir uns von da unten Stein. Ich mach grad mehrere Woodplanks. Ok. Ich baue mich so lange schon mal ein bisschen nach unten. Und ja, ich würde sagen, wir machen das dann auch so, dass entweder beim nächsten Wipe oder wenn wir schon fast alles haben, dass dann die zweite Session, dass dann die zweite Dingens, Staffel beginnt. Oh, ich glaube hier unten haben wir Dingens. Eisen. Mhm, Eisen. Mach mal. Bleib ruhig oben. Bleib da. Was ist da? Gar nichts. Junge, ich hab doch gesagt, bleib da. Achso, das ist nur Silber. Ja, okay. Junge, was hast du gedacht, was ist das? Das sah so aus wie Diamanten. Vor allem, weil der Schein meiner Dingern so bläulich ist. Oh, Junge, bau dich doch nicht noch weiter nach unten. Ja, Junge, wir brauchen Steine. Wo ich ja auch keine erkennen kann. Ich höre da rechts irgend so ein Viech quieken. Und machen wir jetzt leckeres Fleisch. Ah ja, muss ich mir auch gleich. Hast du einen Ofen? Zack. Nö, aber kein Feuer. Ah, okay. Zack, fertig. Sauber. So, ich nehme jetzt auch mal die Erde hier. Dann geben wir das unserem Helden auch gleich mal zu essen. Ey, ich sehe einen Scheiß.
Verzacht. Junge, baut er das genau über mir? So. Und weiter nach oben, Junge. Jetzt. Toll. Ah, okay. Ja. Toll, ja. Komm doch her. Was? Ich bin gleich wieder oben, ne? Nur weil ich die wunderbare... Ey, hat der sich einen Bogen gemacht? Ich schwert nicht mehr. So. Wie viel braucht man für einen Bogen? Hunting Bow. Ah, Plant Fiber braucht man dafür. Okay, warte, ich hole mir da mal kurz Plant Fiber. Ah! Ich bin tot. Junge, wie schnell man da drauf geht, Alter. Okay, ich muss das dringend lernen. Nicht einfach in die Scheiße reinspringen, sondern erst gucken, bevor man in die Scheiße reinspringt. Okay, irgendwie müssen wir das anders einstellen, weil ich starte, ich spawne immer in meinem Schiff. Wie können wir das einstellen? Wie können wir das einstellen? Okay, eigentlich ist es egal, weil das Schiff, also mein Schiff werden wir dann, so kamen wir jedenfalls auf die, sind wir links oder rechts? Links. So kamen wir jedenfalls auf die Idee, dass wir da mein Schiff an unseren Heimatplaneten oder so stellen. Weil da können wir uns dann einfach hinbeamen und müssen kein Fuel dafür dann verbrauchen. Während wir mit Daves Schiff dann auf Reisen gehen können. Oh, hier ist schön viel Cobblestone. Oh, hier auch. Sehr schön. Ich dachte, das gibt's. Ja, ich mir dann auch. Und dann wird es wenigstens etwas schneller, auch zuliebe das Let's Play ist. Und ich muss auch sagen, diese Musik bei Starbound ist auch echt... Gefällt mir. Ist mal richtig geil. Ist auch mal was anderes als die ganze Zeit so Metal-Musik und so weiter bei solchen total heftigen Spielen. Das hier ist auch so jetzt mal so beruhigend. Ja, und das ist auch lange her, dass wir auch mal so ein beruhigendes Spiel haben. Ich meine, du zockst Dishonored, ich zocke Star Wars. Dann wird noch DayZ gespielt. Ja, das sind alles eher nervenaufreibende Spiele. Na gut, Star Wars ist jetzt nicht so heftig, aber das ist schon was mit Action. Und jetzt haben wir hier mal so ein schönes Teil. Hier ist auch ein bisschen Action drin, aber hier können wir auch ruhig entspannen und uns vorbereiten und uns schön ein Haus bauen. Also langsam machen, ohne Zeitdruck, ohne... Ja, und es ist auch echt lange her, dass du hier mal sowas, dass ich mal wieder sowas... Ich bringe Besuch mit. Ey, Junge, da ist immer noch Besuch. Ja. Hau rein. Boom, in die Hölle mit dir. Und komm, gib mir das, was ich will. Gib es mir. Ja, ja. Und Stone Pickaxe. Fuck yeah. So, und die schmeißen wir dann gleich mal auf die 3. Die nehmen wir da. Also die E-Gitarre muss oben bleiben. Das ist selbstverständlich, ja. Nice, ich habe jetzt eine Steinspitzhacke. Komm mal zurück. Ach nein, ich gehe jetzt weiter nach rechts, weil dort gab es ein Steinvorkommen, das an der Oberfläche war. Hier oben links war mir auch. Ey, Scheiße. Oh. Ich muss grad gegen 4 auf. Jawohl, der Dave macht's im Matrix-Style. 2 sind down. Ich hab's auch gerade mit mehreren aufgenommen. Und der 4. ist down. Und ich steh immer. Oh. Okay. Konzentration ist jetzt gefahren. Das ist wie Doodle Jump, nur ohne Doodle. Mit 4 Jump. Okay, oder wir preschen hier einfach so vorne durch. Das geht natürlich auch. Also mit roher Gewalt geht natürlich alles, aber man probiert es ja auch erstmal auf die einfache Weise. Nein. Ach. Ja. Und. Oh, like a boss. Like a Doodle Jump Expert. So, und jetzt haben wir hier schön viel Stein. Dann kann ich mir auch gleich meine Steinaxt machen. Ja, und es ist auch super lange, dass ich mal sowas Minecraft-ähnliches gemacht habe. Und ich muss sagen, ich finde Starbound ist
fast, also ist ein klein wenig besser als Minecraft. Ich meine, ja, okay, die Perspektive ist jetzt in Minecraft. Ja, wo macht man das in die Spitzhand? Da musst du ein bisschen rumscrollen. Also das war ungefähr in der Mitte, vielleicht ein bisschen am Anfang. Genau über der Stein, über der Steinaxt. Ich bin allgemein gar nichts von mir, obwohl ich in der Werkbank stehe. Bist du überhaupt auf die Werkbank gegangen? Ja? Ja, man muss ja mit E drauf. Was dachtest du denn? Wir sind nicht bei Terraria. Nein, so wie bei Rust, ich einfach neben die Werkbank stelle und dann Crafting drauf machen. Ja, ja, so ist das auch bei Terraria. Da stellst du dich einfach daneben und machst das. Und Terraria ist ja um Längen, finde ich, hinter Starbound. Also Starbound finde ich auch ist auch deutlich besser als Minecraft. Ich meine, von den ganzen Sachen, die es hier gibt, etc. Und da muss man noch nicht mal Mods installieren. Das ist wirklich sehr beeindruckend. Haben die Leute wirklich sauber gemacht, ja. Und wie gesagt, Probleme, wenn irgendetwas ist, kann man auch super schnell beheben. Deswegen, top, Leute, das ist nur top. Etwas blöd mit dem Server, das hat man bei Minecraft ja auch gemacht. Ja, ja. So, jetzt habe ich eine Axt. Ich gebe mir die ganzen wichtigen Sachen auf die ersten 5 Slots. Ich mache mir jetzt erstmal ein paar Schneebälle, ne? So unnötig. Hui! Oh, Hardforge! Mal sehen. Für ein Furnace brauche ich noch ein Campfire. Liegt doch da drin. Nein, ich meine. Mach dir mal den Fleisch an. So, ich habe jetzt einen Ofen. Sollen wir dann vielleicht hier unser Haus hinbauen? Ist doch irgendwie gut, so mitten der Schlucht. Ne? Ja. Dann machen wir uns da rechts an so eine Treppe zum Spawn und können dann vom Spawn irgendwie so einen roten Teppich dann in diese Richtung hier machen. Warte, lass das auf dieser Höhe hier bauen, also auf der. Auf der, wo ich hier gerade stehe, wo wir auch schon die Werkbank hingebaut haben. So, und das muss auch ein richtig schönes, großes Haus sein. Ja, und wir haben auch mal sofort den perfekten Planeten irgendwie gefunden. Ja, ja, du mich auch. Der Rohstoff ist auf jeden Fall hier, und zwar Holz. Jo. Da werden wir uns später nochmal in die Tiefe graben. So, dann wollte ich nochmal... was wollte ich denn? Okay, eigentlich wollte ich hier jetzt nichts gerade. Ah, ich lege mir die Axt hier noch auf den Slot. Die Gitarre machen wir dahin. Ofen. Was ist das denn für eine Axt? Ich habe noch eine andere Axt. Mal sehen. Damage per Swing. Der hat ein bisschen... Nee. Mein Gott, die ist um Längen schlechter. Gleich weg damit. So, und ich das so. So, 8. Zack, wir haben einen Ofen. Zack. Ich hab einen Iron Bar. Du musst die Sachen da wegnehmen, ne? Ja. Warte, ich geh mal kurz nach oben und hol dann unsere ganzen Eisen- und Dingensvorräte. Die können wir da dann schmelzen. Nein, da sind sie nicht drin, da auch nicht. Aber da. So, Platin, oh, das haben wir auch. Eisen und was ist das? Silber. So, was ist das denn für ein Schnee? Ah, nee, das ist um Längen schlechter. Okay. Ich komme. Oh, hier haben wir Gold. Nice.
Und damit würde ich sagen, beenden wir dann auch noch diese Folge. Danke fürs Zuschauen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal von Let's Play Starbound. Danke fürs Zuschauen. Tschüss, Leute.